Machst du? Wir bauen unsere S&P-Base. Das hier sind 5 Monate jeden Tag. Alter, das ist so crazy. Das kommt bis zum Bedrock. Fertig. Das gesamte Grundgerüst. Und deswegen ist eine noch größere Megabase. 9 Monate ist das erste Video zu unserem S&P alt. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Video einmal machen werde, aber ich werde euch in diesem Video alles erklären, was mit dem S&P Server ist, warum wir nicht mehr drauf spielen und euch erzählen, was die ganzen letzten Monate passiert ist. Und ja, es ist eine ganze Menge passiert. Aber als allererstes möchte ich sagen, dass dieses Video hier kein trauriges Video ist oder ein Abschluss oder sowas. Ich würde euch einfach bitten, das Video bis zum Schluss zu schauen, dass ihr alles kapiert und was wir jetzt auch als nächstes vorhaben. Denn dieses Video mache ich auch nur, weil wir bereits schon eine Lösung haben. Aber fangen wir ganz von vorne an und ich erzähle euch, wie unser S&P-Server zusammen mit unserer Megabase langsam aber sicher unterging. Nachdem mein YouTube-Kanal über ein Jahr deaktiviert war, als ich bereits 2000 Abos hatte, hatte ich Lust, etwas Neues auszuprobieren und wollte meinen eigenen Survival-S&P-Server starten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon einen Monat daily auf Twitch gestreamt und es musste statt täglichem Skywars-Content etwas Neues her. Mein eigenes Survival-S&P. Da ich aber nur 2 Zuschauer hatte und mich keiner kannte, musste ich irgendwie Werbung machen und wo promotet man seinen Stuff am besten? Willst du so eine Base in Survival bauen, aber alle deine Freunde haben nach einer Woche schon keine Lust mehr und du willst endlich ein Projekt, was länger geht? Dann komm auf jeden Fall morgen, also am Freitag um 8. Dieses Video hatte damals gut Aufmerksamkeit bekommen und so konnte ich kurz danach mit ganzen 50 Spielern mit meinem großen Plan starten. Ich wollte eine Megabase bauen und das hat auch gut funktioniert, denn von dort an haben wir monatelang gegrindet und am Ende so tatsächlich eine Megabase mit einer Blockzahl von über 2 Millionen Blöcken aufgebaut. Je größer die Base wurde, je mehr hat mein Game auch geleckt und in dieser Szene hatte ich 15. FPS. Auch der Server ist einige Male abgestürzt, aber das war noch okay. Alle Spieler vom S&P waren unglaublich stolz auf dieses riesige Bauwerk, vor allem ich. Und was folgt, kennt ihr ja. Nachdem ich über 30 Stunden lang das Video geschnitten habe, ging es online. Freitag, den 3. März 2023. Etwa 6 Monate Minecraft spielen und das Video hatte nach einer Woche auf meinem damals deaktivierten und inaktiven Kanal bereits 26.000 Aufrufe. Am nächsten Tag waren es 46.000 und nach einem Monat 150.000. Die Freude war groß, aber das hielt nicht lange an. Ich wollte mit dem nächsten Video anfangen. Auch dieses Video kennt ihr, es ist nämlich das letzte S&P-Video, welches ihr gesehen habt. Kurz gesagt, es war die reinste Qual, dieses Video aufzunehmen. Es hatte mir zwar super viel Spaß gemacht, unseren Endportalraum zu dekorieren und aufgrund des letzten Videos hatte ich auch ziemlich hohe Zuschauerzahlen auf Twitch, aber der Server ist ungelogen alle paar Minuten abgestürzt. Und vielleicht denkt ihr euch, yo, geht doch. Also erstmal, nein! Und zweitens, der Server ist nicht nur abgestürzt, sondern hat auch immer die letzten 5 bis 10 Minuten von dem, was wir getan hatten, wieder zurückgesetzt. Und so habe ich es geschafft, 2 Wochen später das Video irgendwie hochzuladen, welches auch wieder ein voller Erfolg war und alle gefeiert haben. Mittlerweile 120.000 Aufrufe. Doch da unser Server in dieser Zeit immer schlimmer wurde und wir ungelogen kaum mehr spielen konnten, hatten wir ein sehr großes Problem und mussten uns um einen neuen Server kümmern. Diese Zeit kennen die Leute, die den Kanal verfolgen, denn auf einmal kamen keine Videos mehr, wo ich die lang angekündigte End-Megabase-Bauer, sondern Challenges. Minecraft seitlich, Minecraft in einem Chunk und zuletzt das Video auf der Netherdecke Minecraft durchspielen. Was ist passiert? Und Leute, diese Frage habe ich in den letzten Monaten mehr gesehen als meine Eltern. Auch ein Grund für dieses Video. Die Antwort? Einfach. Oder halt auch nicht. Wir hatten Server-Lags, um genau zu sein, eine Lag-Maschine. Eine, die den Server zum Abstürzen bringt und eine dauerhafte TPS von 2 bis 7 aufrechterhält. Und zwar nichts anderes als unsere Megabase. Diese Base laggt ohne Ende aufgrund der ganzen Hopper, Kisten und Mobs in der Base. Und um ehrlich zu sein, wissen wir bis heute nicht 100% genau warum. Wir haben alles ausprobiert, Server-Software geändert, einen neuen Hoster, Server-Anti-Lag-Plugins drauf und noch viel, viel mehr. Blockbollo, derjenige, der sich um den ganzen Server-Kram kümmert, hatte sich zu dem Zeitpunkt bestimmt schon hunderte Stunden um den Server gekümmert und versucht die Probleme zu beheben. Und er hat es geschafft. Naja, fast. Es ging um eine Server-Software namens Multipaper, welche, und Leute, ich habe davon absolut keine Ahnung, aber irgendwie die Chunks anders lädt und den Server in viele Unterserver auf der Welt aufteilt. Aber genauso genial, wie das im ersten Moment schien, genauso schnell merkten wir auch, dass es nicht funktioniert auf Dauer. Denn wir hatten zwar nur noch selten Lags, aber dafür unendlich viele Bugs. Von fliegenden Armor-Stands in der Luft bis hin zu Spieler ohne Name-Tags oder Name-Tags ohne Spieler. Und natürlich haben wir währenddessen auch weitergespielt und anfangs die Lags und dann auch die Bugs ertragen. Aber dann kommen wir zum Punkt, an dem es wirklich vorbei war.
Das nächste Video sollte noch viel krasser werden als alle anderen. Und vielleicht waren wir jetzt, nachdem wir keine Lags, sondern nur noch ein paar fliegende Nametags und weniger Abstürze hatten, ein bisschen zu übermütig. Aber es ging darum, in die größte Megabase das größte Kistenlager in ganz Minecraft zu bauen. Mit insgesamt über 5 Milliarden Items. Aus Diablöcken. Und wenn ihr jetzt denkt, wie blöd, so viele Kisten, die offensichtlich laggen würden, in eine ohnehin schon laggy Megabase zu bauen, dann wartet, bis ich euch erzähle, dass das Video schon fast fertig war. Das Video war schon fast fertig. Alle Kisten waren platziert, über 100.000 Stück. Die ganze Technik, Auto-Schalker-Filler, die Schalker-Farm liefen für unsere 3 Millionen Schalker-Boxen, mit denen wir das Lager füllen. Hunderttausende Deep-Slate-Blöcke abgebaut für noch mehr Platz. Und für die Optik hatten wir alle Baublöcke in hunderten Doppelkisten und schon 13 Full-Dia-Beacons. Und dann? Dann war's das. Der Server war einfach nicht mehr spielbar. Trotz neuer Server-Software hatten wir unterirdische TPS-Zahlen. Und auch nach weiteren Stunden, Wochen oder sogar Monaten nach einer Lösung suchen, gab auch ich auf. Der SMP-Server ist zusammen mit der Megabase untergegangen. Keine Chance. Laut unserer Recherche hätte kein Server diese Base lagfrei ausgehalten. Und Blockbollo wurde sogar für verrückt gehalten, auf einem Discord zu Minecraft Farm, wie denn jemand auf die Idee kommen würde, hunderttausende Tile-Entities, also Kisten, Hopper, etc. auf einen Fleck zu stellen. Wir haben scheinbar die Grenzen von Minecraft erreicht. Auch ich war Monate noch davon gebrochen und nachdem wir hunderte Male im Stream über eine Lösung gesprochen hatten, kamen wir zum Entschluss, den SMP-Server, der ohnehin schon monatelang offline war, offiziell zu beenden. Aber wir haben daraus gelernt. Viele Plugins, die den Server zum Laggen gebracht hatten. Den falschen Hoster anfangs, zu viele Spieler, keine vorgeladene Welt und absolute Dummheit, dass wir nicht auf die Lags geachtet haben. Und Leute, dieses Video entsteht super spontan, denn ich bin wirklich am Ende meiner Motivation und will deswegen einfach anfangen, bevor ich die wieder verliere. Und ich habe die Motivation oft verloren in letzter Zeit. Ich wollte wieder Megabasen bauen und habe ein Video angefangen, in dem 5 Spieler eine Megabase bauen. Und obwohl alles geklappt hat und ich auch schon 300 Spielstunden ein unfassbar riesiges Obsidian-Loch alleine ausgegraben habe, wir unseren neuen Skyblock-SMP niemals hochgeladen haben, nachdem wir da auch schon zig Stunden investiert haben. Leute, es gibt eine Sache, die getan werden muss. Wir werden einen neuen SMP-Server aufmachen. Und wir werden auch wieder eine neue Megabase bauen, die, und das verspreche ich, noch viel größer wird. Vielleicht die Endbase, vielleicht auch was ganz anderes. Wir haben aus Fehlern gelernt und werden schon diesen Freitag mit dem neuen SMP beginnen. Zunächst SMP 2.0. Wenn ihr dieses Video seht, am Dienstag oder Mittwoch, dann startet genau am Freitag, den 21.12. um 18 Uhr auf Twitch das SMP 2.0 und ihr könnt sogar mitspielen. Ihr müsst dazu über den Link aus der Videobeschreibung auf meinen Discord-Server gehen, ein neues Ticket aufmachen im Channel SMP-Bewerbung und kurz was über euch schreiben. Wir werden 20 Spieler whitelisten am ersten Tag, den Rest schauen wir dann später und das erste Video zum neuen SMP wird dann die nächsten paar Wochen online kommen. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich bin jetzt erstmal wieder weg. Vielleicht sehen wir uns am Freitag auf Twitch, aber bis dahin gibt es eine Megabase zu bauen.